Bella, komm her. Bella. Bella, komm schmusen. Oh, Bella, meine süße Maus. Du darfst das Video beginnen. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute wird meine Messersammlung erweitert. Heute habe ich fünf neue Messer für euch. Und bevor wir die gleich auspacken, streichen wir erst einmal ganz kurz Bella. Und währenddessen könnt ihr einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr noch mehr Messervideos sehen wollt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, Freunde, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Bella hat auch schon abonniert und die Glocke aktiviert. Ne, Bella? Und sie wollte gerade eben hier einfach meine Hose rein. Sie geht auch mal ganz gerne unter die Decke, wenn ich im Bett liege. Ich weiß nicht. Sie mag es, glaube ich, so warm. Bella! Hey! Okay, Freunde, packen wir die Messer aus. Oh, Bella, willst du auch Messer auspacken? Nein, Bella. Messer sind nicht für Katzen, sondern für Johnny Hand. Ja, Freunde, fünf Messer habe ich hier wieder von euch. Eins ist mal wieder von Rainblue. Das war ja letztes Mal nicht so gut. Und nicht so gut ist noch echt nett ausgedrückt. Die Verpackung hier, die war letztes Mal auch nicht ganz so gut. Und ich würde mal sagen, damit fangen wir an. Ansonsten habe ich hier mal ein Messer von Rainbow. Also davon hatte ich auch noch nie ein Messer. Aber fangen wir erstmal mit Rainblue an. Rainblue und Rainbow. Ziemlich witzig. Holen wir erstmal raus und schauen es uns genauer an. Ich habe so das Gefühl, dieses Messer, das wird heute auch nicht so gut sein, so wie beim letzten Mal halt auch schon eben. Ich glaube, das ist wirklich nicht so eine hochwertige Messermarke. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und dieses Messer ist heute mal wieder blau. Irgendwie fand ich blau nach meinem Spider-Messer hier richtig geil, aber hier finde ich das Blau bei dem Messer nicht so geil. Okay, es geht auf jeden Fall schon mal etwas besser auf als das andere Messer vom anderen Teil, aber springt leider nicht auf, nicht federunterstützt. Ansonsten, ja, im Großen und Ganzen, okay, ich muss sagen, das Design, das ist solide, das sieht schon ganz gut aus, aber ist jetzt nichts Besonderes meiner Meinung nach. Wir machen jetzt mal einen Schärfetest und hier erwarte ich wirklich gar nichts. Mal sehen. Oh. Okay. Also es ist jetzt nicht ultra scharf. Aber stumpf ist es auch nicht. Also es ist schon scharf. Also vielleicht war das erste Messer von Rainblue echt eine Ausnahme oder irgendwie eine Fehlproduktion oder sowas. Ich kann es euch nicht sagen, aber dieses Messer ist hier echt etwas besser. Also ich würde mal sagen, von der Note von 0 bis 10 würde ich dem Messer eine 6 geben. Designtechnisch ist echt in Ordnung. Ja, okay. Machen wir weiter, Freunde. Ach komm, nehmen wir hier gleich mal das Rainbow-Messer. Ich frage mich, was da drin ist und wie gut dieses Messer ist, weil wie gesagt, von Rainbow hatte ich noch nie ein Messer, aber noch nie von der Messermarke hier gehört. Wir haben ja auf jeden Fall schon mal wieder so einen komischen Beutel. Und ansonsten, oh, heftig grüne Flamme. Sieht ein bisschen aus wie ein Zombie-Messer. Ich muss sagen, es ist ziemlich leicht, fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an. Es ist wirklich verdammt leicht, aber designtechnisch, ja, sieht schon billig verarbeitet aus. Das muss ich hier an dieser Stelle echt sagen, aber war auch billig. Ich weiß nicht, wie teuer es war, aber es war billig. Glaubt mir, es war wirklich billig. Machen wir es mal auf. Okay. Klinge ist nicht federunterstützt, aber springt ganz okay auf. Wenn man hier so ein bisschen Schwung mitnimmt, kann man das auf jeden Fall wirklich sehr gut öffnen. Und ich muss sagen, Griffstück und sowas hier sieht nicht so gut aus, aber die Klinge dafür, die sieht ziemlich nice aus. Gerade hier, das Muster wird einfach fortgesetzt. Das gefällt mir auf jeden Fall. Oh Mann, meine Kamera überhitzt gleich. Aber egal. Wir machen den Schärfetest hier auf jeden Fall noch, bevor meine Kamera überhitzt und. Wow! Wow! Dieses Messer! Das ist wirklich verdammt scharf. Ich kann es gar nicht glauben. Oh wow! Das macht Spaß. Dieses Messer ist echt wirklich verdammt scharf. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also bei der Klinge, ja, die wissen, wie es geht. Also hier wurde auf jeden Fall ein bisschen gespart. Oder vielleicht soll es auch einfach so sein, aber meiner Meinung nach macht das hier einfach keinen hochwertigen Eindruck. Aber die Klinge sieht da auf jeden Fall schon viel besser aus, wie ich schon gesagt habe. Und sie ist auch scharf. Also das hat mich echt überrascht. Krass.
Also dieses Messer, das war echt eine Überraschung, hätte ich nicht gedacht. Und geht auch wirklich sehr gut auf, das gefällt mir. Okay, Freunde, ich mach kurz die Kamera aus, lass sie abkühlen, dann machen wir weiter. Kamera ist abgekühlt, weiter geht's mit dem dritten Messer. Und zwar ein Messer von Herberts. Was haben wir denn da Schönes? Oh, wir haben hier ein schönes Drachenmesser. Oh ja, der Drache gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Oh, schade. Oh Mann, ich habe mich gerade voll gefreut auf die Rückseite und die Rückseite ist einfach ganz normal schwarz. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Die Vorderseite gefällt mir schon wirklich sehr gut. Ist hier auch so 3D-Look-mäßig, würde ich mal sagen. Aber die Rückseite ist einfach nichts drauf. Aber wenigstens auf der Seite, das ist ja schon mal was. Aber im Großen und Ganzen echt schade ist dieses Mal hier so ein Daumenpin-Messer, nennt sich das, glaube ich. Und man muss hier schon echt sehr viel Kraft aufbringen, weil... Ich weiß nicht, ob man es hört, aber man sollte es hören. Irgendwie rastet das schon da drin ein, wie so eine Art Magnet oder sowas. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall wirklich sehr sicher, wenn es verschlossen ist. Geht mit einer Hand auf, ist ein Einhandmesser, rastet hier auch ein. Ich mache es nochmal auf. Okay, die Klinge sieht irgendwie besonders aus, weil ist hier nicht gerade, ist hier auch nicht so abgerundet, sondern ist einfach so nach oben etwas abgerundet. Oder bilde ich mir das ein? Nee, bilde ich mir nicht ein. Tatsächlich ist die etwas so nach oben abgerundet und geht dann hier wieder etwas runter. Habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Echt interessant. Dieses Messer liegt auch sehr gut in der Hand. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Schärfetest am Blatt Papier. Okay, das Messer ist scharf. Das Messer ist eindeutig scharf. Das gefällt mir. Also ist ein solides Messer. Ich hätte mir hier noch gewünscht, dass die Rückseite auch irgendwie bebildert, bemalt oder sonst was ist. Aber ansonsten ist hier echt ein solides Messer. Passt auf jeden Fall auch ziemlich gut in meine Sammlung. Und? Oh ja. Habe ich auch noch nie gehabt, so einen Schließmechanismus hier. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich ist da ein Magnet. Bin mir nicht sicher, aber kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber man hört es auch. Es geht einfach zu. Fühlt sich echt nach einem Magneten an. Echt sehr interessant. Machen wir hier weiter mit dem nächsten Herberts-Messer. Und dieses... Was ist das denn? Das ist ja mal krass. Schaut euch das mal an. Sieht so ein bisschen aus wie Bärenstein. Ist aber, glaube ich, kein Bärenstein, sondern einfach nur so ein Imitat oder sowas in der Art. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön aus. Ein besonderes Messer. Oh... Dieses Messer gleitet hier beim Öffnen, fühlt sich wirklich sehr gut an. Zack, so sieht das Ganze aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so mein Geschmack mit diesem Stein hier. Sieht schon ziemlich schön aus, aber ich finde, das passt irgendwie nicht. Ist absolut nicht mein Geschmack, aber ist trotzdem ein außergewöhnliches Messer meiner Meinung nach. Ist auch schön schwer, schön robust, scheint schön stabil zu sein. Machen wir mal hier den Test. Und okay... Messer ist scharf, könnte aber noch ein bisschen schärfer sein. Aber heute haben wir im Großen und Ganzen bisher echt gute, scharfe Messer dabei gehabt. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ansonsten, ja, ist was Außergewöhnliches. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir nicht so sehr. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Messer gefällt. Aber mir gefällt es halt nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Okay, machen wir hier das letzte Messer auf. Ist wieder von Magnum. So... Und was haben wir denn da für ein schönes Teil? Sieht auf jeden Fall, oh mein Gott, sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus. Fühlt sich auf jeden Fall auch sehr mächtig an. Schaut euch das mal an, ey, richtig geiles Design. Oh, das gefällt mir, das ist ein wunderschönes Messer. Machen wir es mal auf. Okay, nicht federunterstützt, aber kein Problem. Mit ein bisschen Schwung geht das ohne Probleme auf. Und dieses Messer, oh, passt perfekt in meine Hand. Schaut euch das mal an. Hier passt sehr gut da rein. Ansonsten, es sieht einfach echt wahnsinnig geil aus. Das ist ein verdammt geiles Teil. Hier haben wir eine Meerjungfrau, wie es aussieht. Wurde richtig gut hier auch verarbeitet. Geil. Mir fehlen schon fast die Worte. Hier so ein paar Löcher. Also designtechnisch ist das auf jeden Fall etwas sehr Außergewöhnliches und gefällt mir wirklich sehr gut. Machen wir auch hier jetzt mal kurz den Schärfetest. Wow. Okay.
Also das Messer ist scharf, aber es könnte nochmal etwas schärfer sein. Aber im Großen und Ganzen, das ist echt ein geiles Teil. Das gefällt mir. Ey, das ist Liebe auf den ersten Blick. Ich sag's euch, das ist echt ein verdammt geiles Messer. Okay, Freunde, das waren die 5 Messer für heute. Also am besten hat mir dieses heute hier gefallen. Aber am meisten überrascht hat mich dieses Messer. Am Anfang dachte ich hier wirklich, ach, was ist das denn für ein Billigmesser? Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber dann, bam, 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 richtig scharfe Klinge. Wirklich sehr, sehr schön. Mich würde dieses Mal auch wieder interessieren, welches Messer euch am besten gefallen hat. Ansonsten, Freunde, wir sehen uns die Tage wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Machen wir hier nochmal schön alle Messer zu. Zack, zack, zack. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Peace.